Beschäftigte der Hotellerie und Gastronomie sollen künftig 15% mehr Entgelt erhalten. Das fordert die Tarifkommission der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG. Am Dienstag stellte die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde ihre Forderungen für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Baden-Württemberg auf. Aufgrund der hohen Belastung und des Leistungsdrucks sowie der hohen Lebenshaltungskosten müssten die Entgelte in der Branche deutlich steigen, so Alexander Münchow, Verhandlungsleiter und NGG-Landesbezirkssekretär. Eine weitere Forderung ist, dass auch Auszubildende 200 € mehr in allen Ausbildungsjahren erhalten sollen.